Du holst dir einfach das günstigste, was du im Netz findest, suchst nach 18 Zoll. Es ist schwierig, diesen Grat zu finden zwischen Performance und der Wagen funktioniert. Und das tut er aktuell wirklich einfach nur brutal. Ja, und halt Optik, ne? Wird euer Herz flattern lassen. Da gibt's ein richtiges Zelt in der Hose. Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute bei BK. Wir ziehen heute neue Felgen auf. Und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Das sind Winterfelgen. Ich zeig die euch gleich noch. Wir haben gar keinen Winter mehr. Also, es hat hier 2 Tage geschneit in Hannover. Und jetzt haben wir wieder 10 Grad. Naja, ich war am Montag schon mal hier, da wollten wir die eigentlich aufziehen. Hat aber nicht so ganz gepasst, weil ich habe ja vorne die große Bremse vom TTS drauf. Und da hätte gerade maximal so ein Blatt Papier irgendwie, ja, zwischengepasst, zwischen die Bremse. Das ist nicht ganz so viel. Wie gesagt, ein Blatt Papier passt da gerade so zwischen. Das ist aber nicht unbedingt, nicht unbedingt so cool. Weiß ich nicht, es ist zwar ein feststehender Sattel, aber es ist mir trotzdem, ja, ein bisschen zu gefährlich. Habe ich ein bisschen Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen machen wir da jetzt, ich weiß gar nicht, was wir da gleich machen. Benny vom BK hat ja hier haufenweise das Tanzscheiben. Da probieren wir mal aus. Wir mussten halt nur so ein paar Teile noch bestellen, so Zentrierringe, weil das sind gebrauchte Felgen, die wir hier draufziehen. Mit neuen Winterreifen. Die Reifen sind noch nichts Besonderes. Ich habe einfach bei eBay Kleinanzeigen das günstigste gesucht, was es überhaupt gibt für die paar Tage Schnee. Wie gesagt, jetzt hatten wir 2 Tage Schnee. Der ist noch nicht mal liegen geblieben. Es hat also einfach nur ein bisschen geschneit. Und jetzt haben wir schon wieder 10 Grad. Rein theoretisch lohnt es sich nicht. Oder hat es sich nicht gelohnt, das Geld auszugeben. Allerdings ist es dann halt doch irgendwie besser. So, man fühlt sich sicherer. Die Reifen, die jetzt drauf sind, sind sowieso nicht mehr die besten. Für die Leute, die den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen ja, ich hatte vorher die ganze Zeit Achilles drauf. Jetzt habe ich vorne 2 Contis drauf. Die sind aber auch mittlerweile schon wieder, ja, nicht mehr ganz so gut. Und es ist eine 18 Zoll Felge. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, fahre ich kleinere Felgen? Das haben ja auch viele von euch immer in den Kommentaren geschrieben. Fahr mal kleinere Felgen. Und jetzt dachte ich, okay, komm. Du holst dir einfach das günstigste, was du im Netz findest. Suchst nach 18 Zoll. Ich hatte gedacht, weil ich habe eine ET45 jetzt auf den Livella RZ2 20 Zoll und das ist auch eine ET45 und ich dachte, ich habe ja nicht so viel Plan, wisst ihr, ich dachte, das könnte von der Bremse her passen. Na gut, jetzt haben wir gesehen, dass es halt nicht passt. Wie gesagt, ein Blatt Papier passt zwischen. Ich gehe jetzt erstmal rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Guckt euch dieses Ding an. Ich feiere das so. Das wird Benny sein Track Tool. Richtig geil. Habt ihr ja bei Philipp im Video wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, packe ich mal den Link hier oben rein. Oh, ist das geil. Ich hätte auch gern so einen Käfig bei mir drin. Das wäre schon sexy. Hier schön mit Kompressor. Richtig cool. So, wir gehen mal rein. Ja, hier ist jetzt das Problem halt, erstens, dass die Bremse schon übelst dreckig ist wieder mittlerweile, beziehungsweise nicht nur dreckig. Ich befürchte, dass wenn ich das hier abwische, dass das dann schwarz ist. Und die Bremse ist zu groß. Hier ist übrigens die Felge, die wird sein, sieht so ein bisschen aus wie so eine OZ, ist aber keine. Guten Tag. Guten Tag. Meine Teile sind da. Das ist schön. Jetzt geht's direkt dran. Jo. Was ist das Problem? Warte, können wir einmal die Felge kurz einmal dran halten, um zu zeigen, dass das absolut gar nicht passt? Also jetzt auch ohne Platte einmal. Ja, ja, genau. Einfach nur einmal dran halten. Ja. Ja, das Problem, was du hast bei der Felge, dass die Speichen hier vorne am Bremssattel dran schleifen. Also es passt haargenau, man könnte es drehen. Aber sobald da ein Steinchen kommt, dann zerkratzt er die ganze Felge. Ja. So, und da du nicht zu breit raus willst, machen wir da jetzt eine 5er Platte drunter. Genau. Dass man genug Abstand hat zwischen Speiche und Bremssattel. Mhm. Aber dann hatten wir ja noch das Problem, dass das mit der Aufnahme, mit der Zentrierung und sowas nicht so ganz funktioniert ohne Hilfe, wa? Genau, genau. Ne? Weil diese schmalen 5 mm Platten, die haben keine Mittenzentrierung, also dass die Felge dann geführt ist. Mhm. Und wenn die hier drauf kommt, dann ist dann deine Radnabe schon zu kurz. Ja. Da wird dann die Felge hier drauf auch nicht mehr ganz geführt. Mhm. Und deswegen haben wir uns so eine Adapterringe gedreht. Die stecken wir hier drauf. Dadurch ist die Narbe verlängert. Und dann sollte ist auch das, die Felge zentriert. Sollte das passen. Ja, ich hole nochmal die passenden Radschrauben, dann können wir es direkt mal aufstecken. Ich bin mal gespannt.
Aber schon echt cool, so ein Adapter. Muss ich den Adapter zusätzlich eintragen? Ja, also wir haben da Materialgutachten für, ja, dass die Festigkeit gegeben ist. Und das muss dann zusammen mit den Spurverbreitungen in den Felgen abgenommen werden. Ja, okay. Ja, Felgen muss ich ja eh neu abnehmen, wegen dem Fahrwerk. Genau. Na? Genau. Okay. Das wird dann in Kombination eingetragen. Mhm. Ja, für die Felgen habe ich ein Gutachten, dass ich die da halt drauf fahren kann. Wie gesagt, wir haben draußen 10 Grad oder 11 Grad und ich ziehe jetzt Winterreifen drauf. Es fühlt sich komisch an, aber ja, wird schon gut gehen. Ich hatte einen Teil vergessen, ihn zentrieren. Kannst du noch mal erklären, wofür genau diese, ich meine, sagt ja fast der Name schon, aber was genau der Zentrierring macht? Ja, genau. Du kannst dann noch einmal verkehrt machen. Ohne diesen Zentrierring ist diese Bohrung hier zu groß. Mhm. Und dann wackelt die Felge hier hin und her. Ja, und das würde auch zu Vibrationen im Lenkrad führen. Ah, okay. Das ist einfach nur so ein Plastikring. Genau, einfach nur ein Kunststoffring, der die Größe hier ausgleicht. Mhm. Dass wir da fest auf der Narbe sitzen. So, jetzt schmatzt das dann nämlich schön rüber. Sehr gut. Und ein bisschen längere Schrauben nehmen wir auch gleich, um das Ganze genau, wieder auszugleichen. Genau, um die Länge von der Platte auszugleichen, genau. Sind jetzt 37 mm Schrauben, ne? Ja. Im 14. Genau. Ich muss sagen, es sieht... Ich bin eigentlich immer jemand gewesen, der sich gegen schwarze Felgen gesträubt hat, weil es halt auch auf Fotos und so weiter nicht so gut rüberkommt. Aber mit dem orangenen Sattel sieht das echt gar nicht so verkehrt aus. Kommt ganz gut, ne? So sieht das nicht vorhandene Profil von der Felge aus, die jetzt vorher drauf war. Das Problem ist, bei den Felgen, ich finde die ultra schön, aber du fährst dein Auto waschen und dann hast du halt immer gleich... Nach 1, 2, 3 Kilometer hast du dann immer gleich die Felge wieder dreckig. Ich habe mit Mudlow jetzt schon mal gesprochen, das ist ja der Hersteller quasi von der Felge. Es gibt so einen speziellen Klarlack, den er da drauf macht. Dann sollte es da Besserung geben. Deswegen sahen meine Felgen halt immer total dreckig aus, obwohl ich gerade vom Waschen kam. Mir schreiben immer Leute dann, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder so, Alter, geiles Auto, aber was ist mit deinen Felgen passiert und so. Ja, das hat jetzt über den Winter auf jeden Fall erstmal ein Ende. So ein bisschen Geländewagen viel. Wenn man da oben jetzt noch so Lichtleisten zum Beispiel von Osram oder sowas draufballert. Und hier gibt es ja auch diese Lichter zum Beispiel auch von Osram. Dann könnte das so ein richtiges Offroad-Fahrzeug werden. Fehlt nur noch der Allrad. Ah, hier sehen wir nochmal das Fahrwerk. Ist ja ein H&R Track Day drin. Ja. Ich würde ganz gerne, glaube ich, ein anderes Fahrwerk fahren, weil er mir halt ehrlich gesagt so ein klein bisschen zu hoch ist. Das Fahrwerk funktioniert zwar übertrieben gut auf der Rennstrecke und auch so, wenn du auf der Autobahn, wenn die frei ist und du kannst da halt ein bisschen ballern. Problem ist halt, dass es mir von der Optik her echt zu hoch ist. Es ist schwierig, diesen Grad zu finden zwischen Performance und der Wagen funktioniert und das tut er aktuell wirklich einfach nur brutal. Ja, und halt Optik, ne? Und ja, ich glaube, ich würde gerne wieder ein Stück weit Richtung Optik gehen, nur ein bisschen tiefer. Ich habe da aktuell zwei Fahrwerke im Kopf. Muss ich mal genau überlegen, welches es dann wird. Guck mal, hier hinten sieht man das jetzt noch ganz gut. Ich habe hier sogar echt noch Restgewinde. Warte mal, gucke ich mal vorne nochmal. Ja, hier ist auch... Alter, hier ist auch noch Restgewinde. Das heißt, rein theoretisch... Das Problem ist, wir haben den, wir haben das ja bei SAR eingebaut. Ich habe es eigentlich extra so machen lassen, dass es halt optimal funktioniert, dass der Dämpfer optimal arbeitet und auch in Kombination mit dem, kann man die sehen, hier, mit den Dingern. Es funktioniert wirklich einfach nur brutal. Du kannst dich, obwohl es ein Frontantrieb ist,
Du kannst dich richtig in den Kurven reinschmeißen. Du kannst dich, obwohl hier 500 PS an der Frontachse arbeiten, wie auch immer, kannst du das Ding halt wirklich richtig ultra krass bewegen. Ne? Ich bin damit im Harz gefahren, auf einer abgesperrten Strecke. Wir sind damit im Bilzer Berg geballert und so weiter. Und der Wagen kriegt ja auch so täglich von mir richtig aufs Maul, sag ich mal. Und es funktioniert einfach brutal. Deswegen ist es eigentlich, es ist echt, echt schwierig. Wie gesagt, das eine ist die Optik-Sache und das andere die Performance. Ich habe den Wagen ja eigentlich für die Rennstrecke gebaut. Ja, aber auf einer richtigen Rennstrecke war ich bis jetzt ein einziges Mal. Schwierige Entscheidung. Aber apropos Optik, da kommt was, das wird euer Herz flattern lassen. Da gibt es ein richtiges Zelt in der Hose. Kann ich aber noch nicht verraten, weil es noch nicht 100% safe ist. Aber 99,5%. Das wird geil. Bei den Felgen ist, ich habe die, wie gesagt, bei eBay Kleinanzeigen geholt. Die haben nicht eine einzige Schramme. Ne? Ich habe die von jemandem geholt, der macht das beruflich. Der holt halt, soweit ich das jetzt verstanden habe, Felgen, die nicht mehr ganz so frisch vielleicht aussehen, macht die einmal richtig schön frisch und verkauft sie dann. Wie gesagt, da ist nicht eine einzige Schramme dran. Gut, da sind jetzt nicht die besten Reifen drauf, so, aber ja, sollte funktionieren und vor allen Dingen alle mal besser aussehen, wie das, nicht besser aussehen, besser fahren, wie es das jetzt tut, weil erstens sind es halt Sommerreifen und zweitens ist das Profil, wie ihr gerade gesehen habt, nicht mehr ganz so berauschend. Ne? Hier müsste ich irgendwie auch nochmal Aufkleber oder sowas drauf machen. Sieht schon ein bisschen lackig aus. Aber ich befürchte, vielleicht muss ich die... Obwohl, nee, doch nicht. Das geht ab. Sehr gut, dann müsste ich die wahrscheinlich einfach nur mal vernünftig sauber machen. Oh, das Katastrophe. Radtauschein fahre ich auch noch nicht. Da warte ich gerade auf einen Termin für Eisstrahlen. Zum Eisstrahlen. Da will ich den kompletten Motorraum machen, hier die Radhauskästen und so weiter. Und dann soll die Radhausschalen auch wieder rein. Ist besser, weil es gibt ja schon Leute, die sagen, ey, kann ich mal in den Motorraum gucken? Und dann machst du den Motorraum auf und dann sieht das Ding aus wie Grütze, weil ich halt keine Radhausschalen fahre. Aber das wird sich ändern. So, hinten ist auch dran. Sieht gar nicht so verkehrt aus, ne? Naja, es geht. Also es ist jetzt... natürlich nicht perfekt, weil wie gesagt, eigentlich schwarze Felgen bin ich eigentlich nicht so der Freund von, aber mit dem orangenen Akzent hinter der Felge geht das schon. Ich müsste rein theoretisch eigentlich mal, sieht man das richtig gut. Ich würde ganz gerne eine größere Bremse fahren, weil guck mal, selbst wenn ich auf 18 Zoll bleibe, ist hier mir irgendwie noch zu viel Luft zwischen. Es muss größer, aber da kann ich dann nur zum Beispiel vom Porsche Panamera einen Bremssattel fahren und dann mit einer 365 oder 75, weiß jetzt gar nicht, zum Beispiel. Und dann sieht das halt auch schon wieder ganz anders an, ne? Anders aus. Gut, Bremse muss ich jetzt neu machen, zumindest die Scheibe. Die sollte mal neu und die Belege will ich auch nochmal neu machen, weil die ist ja jetzt schon drauf, da war ja noch GTD. Hinten haben wir bei SAR neue gemacht, beziehungsweise wie eben ja gesagt, einfach nur die Brembo-Dinger.